Ja, moinsen, ich bin's, der Typ aus Splinter Cell und heute testen wir mal das Gerät hier und ich werde dir mal ein bisschen was erzählen über diese Splinter Cell Brille. Und weißt du, was das Witzige ist? Ich kann dich gerade sehen, weil ich kann durch die Brille meinen Raum sehen und das ist geil, währenddessen ich meine Hände hier vor mir sehe und das völlig abgespaced und ich habe gerade voll den Müsli-Trip. Also, rein in die Review von der MetaQuest 3. So, nachdem wir jetzt hier ein bisschen Spaß gehabt haben, kommen wir mal zum Ernst der Lage und wir reden mal ein bisschen über dieses Gerät. Und wir fangen wie immer an mit dem Preis. Denn das ist für die meisten Leute relativ relevant und sie gucken 2 Minuten das Video und wollen einfach nur den Preis erfahren. Deswegen machen wir das jetzt sofort gleich, chickity bang, hauen wir das raus. Das Ding kostet 549 Euro aktuell bei Alternate mit der 128 GB Version. Und das ist auch genau dieselbe, die ich hier habe. Das heißt, auf dem Gerät kannst du 128 GB Spiele speichern, währenddessen du nichts anderes brauchst, außer dieses Gerät. Und dann kannst du damit schon loslegen. Geil. Spulen wir mal ein bisschen zurück. Was ist denn jetzt eigentlich alles so in dieser Box drinne hier? Was kriegst du denn jetzt eigentlich? Bist du auch so verwundert gerade, dass die Box so klein ist? Ich schon. Weil wenn ich an meine Oculus Rift denke, die erste, die ich hatte, war die Box weitaus größer. 3-4 Mal so groß wie das hier. Aber das ist alles. Mehr kriegst du nicht zugeschickt. Aber da ist trotzdem eine Menge drin. Lass mich dir das mal zeigen. Also du kriegst diese Sachen, die da drin sind. Du kriegst einen Wandstecker zum Laden mit einem Kabel dran, 2 Controller und die Brille. Ich meine, den Papierkram, der da drin ist für Warranty und den ganzen Käse, das brauche ich dir jetzt nicht zeigen. Aber das ist jetzt hier alles in der Box drin und das finde ich eigentlich sensationell. Denn die Controller sind super geil. Die fühlen sich extrem gut an. Der Stick, der hier drin ist, ist wirklich sehr griffig und sehr schön. Er hat einen sehr tollen Druckpunkt. Die Tasten auf den Controllern sind super. Und was ich gerade feststelle, was ich noch nicht gesehen habe, ist, dass ich den Akkuladestand im Pass-Through sehen kann. Also ich kann gerade den ganzen Raum hier sehen, weil das kann die Brille nämlich auch. Und ich kann hier auf der Seite den Akkustand sehen, den ich normalerweise nicht sehen kann. Richtig fancy. Aber das ist in der Box. Was kannst du denn jetzt sonst so mit der Brille machen? Oder was ist denn alles an der Brille dran? Also du hast die Möglichkeit, hier an der Seite ein USB-C-Kabel anzuschließen zum Laden, das was von Haus aus mitkommt. Das Laden dauert gar nicht mal so lange. Es geht wirklich relativ zügig. Eine genaue Zahl habe ich nicht, aber ich habe es letztens ausgepackt. Sie war bei 50%, habe es rangehängt, habe mir was zu essen gemacht und danach war sie wieder voll. Also Laden geht schon mal relativ zügig. Über USB-C kannst du aber noch was anderes machen. Denn du kannst die Brille, wenn du möchtest, über Kabel auch noch mit deinem PC verbinden. Und im Laufe dieser Review wirst du feststellen, warum das gar nicht mal so kacke ist, sich da ein Kabel ranzuhängen. Auch wenn es ohne Kabel schon ziemlich geil ist, weil nirgendwo irgendwas rumbammelt und man wirklich so ein bisschen Freiheit hat, sich zu bewegen. Was wir hier dran noch haben, sind Kameras für die Durchsicht oder Pass-Through. Ich verzichte mal auf das englische Wort, weil das klingt bei mir immer so bescheuert. Wir machen einfach mal Durchsicht draus, okay? Nimm's mir bitte nicht übel. Also für die Durchsicht hast du hier vorne noch 2 Kameras dran und du kannst dich dann halt quasi frei in deinem Raum bewegen und du kannst hier alles sehen, was vor dir passiert, was ich total witzig finde. Weil es ist sehr interessant, einfach mal so durch seinen Raum zu laufen und den Controller auf Sachen zu zeigen. Da gibt es auch lustige Anwendungen, wo dein ganzer Raum verschwindet und du dann irgendwie Mosaik-Dinger von der Wand schlagen kannst und dein Raum kommt dann immer weiter raus und du kannst ihn dann sehen. Was wir hier noch dran haben, sind hier an der Seite 2 Sensoren, die dafür da sind, um dich zu positionieren. Du hast hier noch einen Power-Knopf dran, damit kannst du sie an- und ausmachen oder ins Menü gehen, um sie neu zu starten. Dann hast du unten dran hier noch für die Dioptrien kannst du noch den Augenabstand einstellen. Also wie weit die Linsen voneinander entfernt sein sollen, in der vertikalen, horizontalen, Entschuldigung. Und was ich dabei sehr, sehr schön finde, ist, wenn du das einstellst, kommt auf dem Display innen drinne eine Zahl, mit der du arbeiten kannst. Das heißt, wenn du sie irgendwann mal irgendwen weitergeben kannst, brauchst du bloß deine Zahl merken und dann kannst du das wieder einstellen. Und du hast lauter und leiser. Jetzt denkst du dir lauter und leiser, hö, hier ist doch aber gar nichts. Doch, hier sind noch Speaker drinne an der Seite, also Lautsprecher, hier drinne. Und hier drin und auch ein Mikrofon. Das heißt, du müsstest hier nicht mal irgendwelche Kopfhörer rannehmen, sondern du kannst einfach das hier nehmen. Und die klingen echt nicht schlecht. Die haben wirklich sehr, sehr guten Klang. Tiefe Töne sind super, hohe Töne sind super und man kann alles super schön und gut verstehen. Ist aber kein Problem, du kannst auch dein Headset benutzen. Denn wenn du möchtest, hast du hier an der Seite eine 3,5 mm Klinke, kannst die Kopfhörer reinstecken und dann benutzt du die einfach. Ist auch eine Option. Und wenn du an den PC gehst, kannst du auch über Airlink oder über Kabel dein normales Headset benutzen, denn das kannst du in der Software einstellen.
Und mehr ist hier nicht dran. Du hast die Einstellungsmöglichkeiten, das nach oben hier ein bisschen straffer zu machen. Dafür kannst du das hier abziehen. Dann kannst du das strammer machen, wenn du das möchtest. Und nach hinten kannst du das auch strammer machen, indem du die beiden Gurte hier auseinanderziehst und wieder zusammenschiebst, um ein bisschen mehr Platz zu haben. Danach habe ich übrigens gesucht. Ich habe geflucht wie ein Rohrspatz, weil es nicht eng genug war, bis ich rausgefunden habe, dass ich das auseinanderziehen muss. Man stirbt halt nicht dumm, man wird immer nur schlauer. Und mehr ist an dieser Brille eigentlich gar nicht dran. Nichtsdestotrotz eine absolute Sensation. Wenn wir jetzt mal über die Installation dieser Brille sprechen. Da ich nicht so ein VR-Geeky, super krasser Typ bin, kann ich dir das in der Brille leider nicht zeigen. Aber ich werde es dir mit meinen Worten erklären. Kurz, knapp und prägnant. Brille aufsetzen, die ganzen Anleitungsschritte dazu kommen in der Brille. Das ist super simpel, bis er dir sagt, nimm dein Handy, du installierst die App, du scannst einen QR-Code, das Ding geht ins WLAN, der installiert seine Updates, das hat bei mir eine Viertelstunde gedauert. Dann fährt die Brille wieder hoch und du bist einsatzbereit. Und mehr musst du nicht machen. Wenn du jetzt an den Computer gehen möchtest, da musst du noch ein, zwei kleine Schritte beachten und die würde ich dir jetzt gerne zeigen. Und ich möchte mit dir jetzt gleich in Dirt Rally auch in iRacing eine Runde fahren. Und ich möchte mit dir über WLAN, also Airlink, fahren. Und ich möchte mit dir über Kabel fahren. Und dann werde ich dir auch gleich noch zeigen, wie du ein bisschen mehr aus deiner Brille rausholen kannst, wenn du das Ganze über Kabel anschließt. Also, lass uns doch mal von hier nach da verschwinden und uns das Ganze ansehen. Wenn wir dieses wunderschöne Gerät jetzt mit dem Computer verbinden wollen, müssen wir uns vorher für den Computer noch eine App runterladen. Und das findet ihr auf der Meta-Seite. Bei mir war es jetzt, wenn du deine Meta Quest Pro oder deine Meta Quest 2 mit Airlink mit deinem PC verbinden möchtest, kannst du dir das hier alles durchgucken. Und dann findest du hier für den Airlink auf der Internetseite eine App und die lädst du dir dann runter und die installierst du dir dann. Dann loggst du dich da ein und dann bist du quasi hier in dieser App drin. Bei dieser App müssen wir jetzt noch mal ein, zwei Kleinigkeiten einstellen. Wenn wir jetzt hier auf Gerät gehen, siehst du dort deine Quest 3, wenn du sie verbunden hast. Und dann kannst du dort draufklicken und dann kannst du hier beispielsweise deinen Sound einstellen. Für mich war das von Relevanz, weil ich nicht über die Kopfhörer das hören wollte, sondern über mein Headset, was ich normalerweise am PC verbinde. Und das kannst du dann hier beispielsweise einstellen. Da kannst du dann auch den Ton einstellen. Dann kommen wir mal zum Eigentlichen, die Grafik. Und bei mir war es jetzt so, ich habe mir ein, zwei Sachen dazu vorher mal angesehen von Menschen, die sich ein bisschen mehr auskennen bei VR, die da schon lange Jahre drin sind. Und ich habe mal deren Einstellungen übernommen, die sie so empfohlen haben. Und hier habe ich zum Beispiel 72 Hertz eingestellt. Du könntest auch mit 90 gehen. Ich finde persönlich aber 72 ist vollkommen fein und in Ordnung. Und dann habe ich hier die Qualität auf volle Pulle hochgedreht und dann habe ich das Ganze einfach bestätigt und bin rein in die Geschichte. Wir nehmen jetzt noch eine weitere Einstellung vor. Und zwar hier unten in den Einstellungen findest du hier oben den Tab für Allgemein. Dort solltest du einen Haken reinsetzen für unbekannte Quellen. Und dann solltest du das hier noch bestätigen, dass Oculus als aktiv festlegen für OpenXR Runtime. Das habe ich zum Beispiel festgestellt, brauchte ich für iRacing, damit ich das in iRacing finde und das funktioniert. Und den Rest kannst du einfach alles auf Standard lassen und dann bist du hier an der Stelle schon durch. Dann kannst du deine Brille anmachen und sie dir mal auf deine Rübe setzen. Und dann bist du hier in einer wunderschönen Welt. Ich beschreibe sie dir mal. Ganz viele Hochhäuser, ein schönes Plateau. Da vorne vor mir fliegt so ein Roboter rum, ein paar Palmen, Spiegel. Oh, da bin ich. Hallo. Das kann ich dir leider nicht zeigen, weil ich gerade nicht mit Airlink verbunden bin an der Stelle. Aber was du jetzt hier an Möglichkeiten hast, ist das Folgende. Du kannst jetzt deinen Controller nehmen und den Airlink starten. Den nimmst du, aktivierst das Ganze, machst du hier, heißt es Questlink, drückst auf Questlink und sagst starten. Und dann kommst du in deine gewohnte Umgebung, wenn du mit dem PC verbunden bist. Das kannst du jetzt hier an der Stelle sehen. Das sieht dann so aus. Also hier kannst du sehen, kann ich mit dem Controller rumspielen etc. pp. Hier siehst du auch, was ich schon ausprobiert habe die letzten Tage. Und so sieht das jetzt hier drinnen aus. Hier drinnen kannst du auch gerne nochmal auf die Einstellung gehen. Hier kannst du dann alles durchgucken, wie das mit dem Sound aussieht. Ich habe jetzt meinen Sound trotzdem immer noch auf den Kopfhörern, aber ich kriege den Sound trotzdem auf den anderen Kopfhörern von meinem Computer. Dann kannst du hier auch sagen, du willst den Airlink beenden. Dann kannst du hier auch nochmal den Guardian einstellen. Zur Sicherheit, für mich ist das jetzt, wenn man das hier jetzt mal anmacht, könnt ihr ja hier durchgucken. Also dann habe ich halt ein,
ein Pass-Through. Ich sehe jetzt hier meine Hände und alles, was ich hier mache. Und hier wird dann eine Begrenzung erstellt in dem Moment, die wir ja so nicht brauchen per se. Aber er stellt sie jetzt mal und er guckt, ob wir stationär sind oder was auch immer hier passiert. Und dann wird er dir gleich sagen, aha, keine Begrenzungsvorschläge. Und dann kannst du hier ankreuzen, das Ganze ist stationär, drückst bestätigen. Und dann bist du quasi wieder hier drinnen. Und dann hast du deine Einstellung. VR ist übrigens ganz, ganz schwer aufzunehmen. Da muss man ganz viel rumtricksen. Dann kannst du hier noch deine Grafik einstellen. Ich habe Anti-Aliasing und Panel-Rendering in hoher Qualität. Und dann kannst du hier noch im Dash kannst du noch Sachen anmachen, wenn du das möchtest. Experimente kannst du hier auch noch durchgucken. Und Social, wenn das für dich irgendwie in irgendeiner Form wichtig ist, kannst du auch noch machen. Dann kannst du das Ganze hier schließen. Und dann kannst du noch mal auf AirLink gehen. Und das findest du hier vorne links an der Seite. Und hier kannst du sehen, ob deine Bitrate dynamisch ist oder ob du die festlegen möchtest. An der Stelle würde ich euch sagen, ich würde sie festlegen auf 200 Mbits. Dazu muss aber gesagt sein, ihr solltet wirklich 5G WLAN haben und ihr solltet nicht sehr weit weg sein davon. Und da sollten nicht 80 Millionen Geräte drin sein, damit das vernünftig läuft. Also bei mir liegt der Hotspot direkt hinter mir, 1 Meter. Und ich hatte bis dato mit AirLink überhaupt gar keine Probleme, das über WLAN laufen zu lassen. Und dann kannst du eigentlich schon loslegen. Also die Brille aufsetzen und Feuer machen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal iRacing und dann schmeißen wir uns einfach mal eine Runde rein. AirLink lassen wir jetzt mal an. Wir minimieren das jetzt hier. Das minimieren wir auch. Jetzt können wir die Brille kurz absetzen. Dann schmeißen wir uns in iRacing rein. Ich öffne das jetzt mal. Und dann kannst du in iRacing hier oben in dem UI kannst du einstellen, welchen Modus du wählen möchtest. Wir haben eben gerade eingestellt, dass wir auf OpenXR laufen. Das heißt, wir kreuzen jetzt mal OpenXR an. Dann sage ich einfach mal, wir machen einen Testdrive. Wir gehen in Cadillac rein. Wir fahren Le Mans und dann sage ich Testdrive. Dann starte ich das Ganze und dann wirst du gleich sehen, dass das über VR läuft. Und dann siehst du, dass es angegangen ist und du kannst in deiner Brille, wenn du jetzt hier drinne bist, und du hast AirLink an, also ihr seht das ja gerade auf dem Bildschirm. Dann kannst du sehen, dass wir jetzt hier in iRacing unterwegs sind. Und du siehst ja, man kann sich hier schön, frei, ordentlich bewegen. Und ich würde sagen, wir drehen jetzt hier einfach mal eine Testrunde und ich beschreibe euch das mal ganz kurz. Ich muss mal eben meine Maus suchen. Wo ist sie denn? Da oben. Und dann sage ich hier Test Drive und dann fahren wir mal los. Und dann hast du es in der Theorie eingerichtet und kannst fahren. Wie ihr seht, ich habe jetzt kein Kabel dran. Das sorgt aber auch dafür, dass wir nicht das Maximalste an Qualität aus der Brille rauskriegen, weil wir laufen natürlich über Wireless. Ne? Ich habe jetzt hier drin überhaupt gar keine Lags, also es funktioniert wirklich tadellos. Zwischendurch ist es ein bisschen, ganz kleines bisschen wackelig, aber ich muss dazu sagen, ich muss dazu sagen, dass hier schon sehr viel. LMDHs. Dass hier sehr viel Daten einfach nur durch das Internet fliegen oder quasi wireless durch die Gegend fliegen und das ist auf jeden Fall schon ziemlich krass. Wir können uns im Auto frei bewegen, alles ist flüssig, ich habe hier keine Ruckler drin. Also bei Hoch- und Runterbewegung ist es zwischendurch ein bisschen komisch und hier auch die Sensoren habt ihr gerade gesehen, die müssen sich zwischendurch immer mal ein bisschen wieder einkriegen, aber wir müssen nirgendwo großartig was einstellen. Und wir haben instant das volle Auto zur Verfügung und können einfach losfahren. Und ich sag mal so, wenn wir das Update, den Update-Prozess mal außen vor lassen, der jetzt eine Viertelstunde gedauert hat, wirst du wirklich in kürzester Zeit in dem Ding drüber sitzen können. Also nach 20 Minuten würde ich sagen, ist alles eingerichtet. Wenn du weißt, wo du hinklicken musst, wenn du das Video jetzt geguckt hast, weißt du es ja. Bei mir hat es natürlich ein bisschen länger gedauert. Und dann kannst du einfach hier losballern. Für euch jetzt nochmal ganz kurz bei der Testfahrt, wie ist hier die Qualität ohne Kabel? Ich persönlich finde die Qualität jetzt dafür, dass wir wireless unterwegs sind, sehr, sehr gut. Also sie ist vorne, gerade jetzt so das Auto, das ist wirklich sehr, sehr scharf. Und im Hintergrund, also wenn wir so ein bisschen weiter weggehen, ist leichtes Gekrissel drin, was ich persönlich nicht ganz so schlimm finde. Weil du dich ja doch mehr so auf den Vordergrund konzentrierst und nicht auf den Horizont. Der Horizont ist ein bisschen kriselig. Aber
Das Ganze kann man auch umgehen, wenn wir das nämlich über Kabel anschließen. Das werde ich euch gleich auch nochmal zeigen, wie man das Ganze jetzt über Kabel anschließen würde. Und dann werden wir das Ganze hier auch nochmal kurz in Dirt Rally fahren, damit ihr auch nochmal ein anderes Spiel sehen könnt und entscheiden könnt, wie ihr das jetzt persönlich findet. Jetzt sind wir das ganze Ding wireless gefahren und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das haut mich wirklich vom Hocker, dass es so simpel ist, das Ding anzuschließen und du einfach loslegen kannst. Du musst keine Strippen ziehen, du musst nicht irgendwie großartig Bereiche festlegen. Du setzt das Ding auf und rammelst einfach los. Und das finde ich schon ziemlich geil. Jetzt möchte ich aber euch nochmal auf einen kleinen, ja, auf eine kleine Tour mitnehmen, wie man aus der Brille noch ein bisschen mehr rausholen kann mit einem Kabel. Dazu habe ich mir so ein Kabel bestellt. Das hier ist einfach nur ein USB-C-Kabel auf USB-C-Kabel. Und habe das an meinen Computer angeschlossen. Das können wir jetzt hier an die Seite ranstecken, an der Brille. Dann kommt ein Geräusch, weil die Brille wird dann geladen. Und dann kannst du dir das Kabel hier einfach an der Seite so ranmachen. Und dann hast du das quasi mit dem Computer verbunden. Also wenn wir das Ganze jetzt mal über Kabel machen wollen, können wir uns das Kabel hier einfach ranbauen. Bei mir musste ich jetzt gerade leider meine Brille neu starten, damit es funktioniert, weil mir das nicht angezeigt wurde. Aber wenn du jetzt wieder in dem Menü drin bist, in der Brille, findest du ja unten deine Taskleiste und dort kannst du ja wieder auf das Symbol drücken für den Akkuladestand, die Uhrzeit etc. Und dann steht hier in der Mitte für dich dann Questlink, machst du den Haken bei Airlink raus und dann sagst du einfach, du willst das über Kabel machen. Und dann sagt er dir, Rift ist verbunden und du kannst es starten. Und dann bist du wieder in dem Fenster drin, was du eben gerade auch schon gesehen hast, was ich dir jetzt nochmal zeigen werde. Das sieht dann nämlich wieder so aus und du bist quasi über Kabel mit deinem PC verbunden über die Quest 3. Jetzt möchte ich dir aber noch eine Kleinigkeit zeigen, wie du da ein bisschen mehr rausholen kannst. Und zwar folgendes. Wenn du jetzt in Windows diesen Ordner hier aufsuchst, und zwar C, Windows, Programmfiles, Oculus, Support, Oculus Diagnostics, kannst du hier das Debug-Tool öffnen und das sieht so aus. Und dort kannst du ein, zwei Einstellungen vornehmen, die es für dich ein bisschen schöner machen. Und zwar folgendes, du kannst die dynamische Bitrate kannst du ausmachen und dann kannst du bei der Encoder-Bitrate hier einen Wert eingeben von 0 bis 500. Also wir können jetzt hier mal eine Bitrate von 500 eingeben und das funktioniert wirklich nur über Kabel. Alles andere ist wirklich ein bisschen schwierig, weil dann schliert das Bild und da zieht das hinterher. Du kannst auch noch mehr eintragen bis maximal 700. Dazu musst du aber in ein Textdokument gehen oder in irgendeine Zeile, beispielsweise hier oben, und gibst eine 700 ein. Drück STRG A, um alles zu markieren, drück STRG C, um das zu kopieren. Dann kannst du hier reingehen in dieses Feld, wo das markiert ist, und das einfügen. Das funktioniert. Ich habe es jetzt mit 500 gemacht, weil man 500 händisch eintragen kann, aber bis 700 kannst du dann auch reingehen. Und dann kannst du das Fenster hier schließen und dann bist du quasi mit einer höheren Bitrate an dem Gerät, kannst du das aufsetzen. Und wie du siehst, ist hier alles picobello. Es funktioniert alles wunderbar, wunderschön. Keine Probleme, wenn du das mal ausprobierst und du so ein kleiner Ausprobierer bist, kannst du das mal über WLAN ausprobieren. Da sieht das wirklich katastrophal aus. Wir schmeißen uns jetzt aber gleich nochmal an iRacing rein und vergleichen das für dich in diesem Video mal, wie es aussieht mit Kabel. Wir gehen wieder auf Test Drive, wir nehmen dasselbe Auto, wir sind wieder mit der Oculus unterwegs und sehen uns gleich in der Sim. Es sieht so aus wie eben gerade, also ihr könnt jetzt wieder zuschauen bei mir und wir können jetzt hier mal die Kabelversion mit der Nicht-Kabelversion vergleichen. Jetzt sieht man auch schon einen Unterschied beim Bild, dass es ein bisschen schärfer ist. Es läuft auch, also ich würde nicht sagen, es läuft flüssiger, aber es sieht auf jeden Fall besser aus mit mehr, ja, mega. Die Zahl, die wir gerade eingegeben haben. Ich möchte mir jetzt nicht die Blöße geben, die falsche Einheit anzugeben. Deswegen, wir fahren jetzt hier einfach an der Stelle mal raus. Und wir haben ein super, super flüssiges Bild. Also das, was wir eben gerade hatten, das zwischendurch mal ein ganz kleiner Schluck auf da war, haben wir jetzt gerade einfach nicht. Hier läuft alles wirklich wunderbar. Das Gekrissel ist auch in der Ferne ein bisschen geringer geworden. Oh, hi, hey, ruhig. Bisschen ruhiger geworden und auch das Bild in der Entfernung sieht für mich persönlich etwas besser aus. Und das ist definitiv für
ich steck mal kurz ein Kabel ran, mach 2-3 Klicks, ist das definitiv eine sehr schöne Änderung, die von Haus aus eigentlich schon dabei sein könnte, ohne dass man da so groß rumfiddeln muss. Wie ihr seht, das läuft wunderbar. Jetzt für euch beim Zugucken wackelt es natürlich ein bisschen. Für mich selber im Auto ist das wirklich super angenehm. Ich sehe halt nur das Auto sich ein bisschen bewegen. Das Bild ist wirklich tadellos. Es ist flüssig. Ich kann hier alles machen, was ich will über Kabel. Hier gibt es keine großen Probleme. Es ist einfach eine Wonne. Und das mit super wenig Aufwand und nur ein bisschen einstellen hier und ein bisschen einstellen da. Und dann funktioniert das auch. Und dann kannst du hier mit der MetaQuest 3 echt viel Spaß haben. Also du kannst hier wirklich Gas geben. Man muss dazu sagen, falls ihr jetzt Motion Sickness haben solltet, also falls das für euch hier ein Problem sein sollte, dass euer Körper das nicht so gut verarbeiten kann, dann müsst ihr ein bisschen, ja, dann solltet ihr das vielleicht mal woanders ausprobieren, ob für VR für euch irgendwas ist. Weil bei mir ist es jetzt nicht so ein großes Problem, mir stört das ehrlich gesagt nicht so doll. Und ich kann das hier theoretisch stundenlang fahren. Ich habe auch kein komisches Gefühl, wenn ich die Brille abnehme. Aber so muss man wirklich sagen, im Kabelbetrieb ist es definitiv noch besser als Wireless. Und ich würde jetzt gerne mit euch nochmal Dirt Rally 2 starten über Steam. Denn da habe ich auch noch eine Kleinigkeit, die ich euch mitgeben möchte. Das war ein bisschen viel auf der Bremse. Eine Kleinigkeit, die ich euch mitgeben möchte. Denn da könnt ihr auf der Brille auch noch ein bisschen was rausholen. Und das ist im Endeffekt genauso simpel wie bei iRacing oder im Generellen die Brille zu verbinden. Also rein ins nächste Segment. Wenn wir jetzt hier bei Steam drin sind, ich habe jetzt mal die lokal installierten Sachen schon angemacht, dann siehst du hier beispielsweise, dass ich SteamVR installiert habe. Bei SteamVR ist es einfach so, dass ich das Bild persönlich ein bisschen besser finde als ohne SteamVR. Also wir hätten jetzt auch die Möglichkeit, wenn wir Dirt Rally 2 starten, dass wir einfach auf Eigenschaften gehen können und er uns jedes Mal beim Spielstart fragen wird, was wir jetzt starten sollen. Oculus VR Modus oder Steam VR Modus. Ich benutze Steam VR dazu, weil ich das, wie gesagt, ein bisschen angenehmer finde und schöner finde. Wenn wir das Ganze jetzt mal hier starten, dann starten wir ja jetzt im VR Modus und dann geht auch hier gleich das Fenster auf. Ihr seht ja, SteamVR wird jetzt hier an der Stelle mit gestartet und Dirt Rally 2 auch. Ihr müsst da nicht sonderlich großartig was einstellen. Ihr könnt das einfach starten und euch dann die Brille quasi aufsetzen und dann könnt ihr loslegen. Da ist nicht viel zu beachten. So, Brille ist off. Ich bin jetzt hier in SteamVR drin. So, wenn wir jetzt mal hier drin sind und ich mir mal den Controller nehme, kann ich jetzt hier drin die Games starten. Ich sag mal, ich will Dirt Rally 2 starten, dann startet er jetzt hier Dirt Rally 2 in der Umgebung und dann seht ihr hier, Codemaster geht auf. Ich fahre jetzt auch gleich mal schön mit dem GT-Wheel, weil das macht auch richtig viel Spaß mit dem GT-Wheel Rally zu fahren. Ihr wisst's und dann könnt ihr hier drinnen gleich alles sehen, was ich auch sehe. Hier gibt es noch mal ein paar Hinweise dafür, das Übliche und dann können wir hier einfach loslegen. Muss ich hier immer gucken, weil ich alles auf meiner Buttonbox habe. Wir wollen jetzt einmal nur Zeit fahren. Genau, wir wollen das machen. Dann wollen wir das machen. Das wollen wir machen. Und dann gehen wir nach Finnland. Das finde ich übrigens sehr schön, dass das wie so eine Kinoleinwand ist, dass rundherum alles ein bisschen schwarz ist. Keine Sorge, das ist völlig normal. Das wird sich gleich ändern, wenn wir fahren. Wir können jetzt hier das Ganze überspringen. Und dann siehst du, kannst du hier Start drücken. Und dann denkst du dir gerade so, Schnodder, der hat das alles nicht vernünftig gemacht, aber am Ende sitzt du doch im Auto. Ich hatte nicht wirklich Sorgen, so, was ist das denn jetzt? Das ist es auf jeden Fall nicht, denn wir sitzen nachher wirklich richtig im Fahrzeug drin. Wir können jetzt mal gucken, ob hier die Beine sich bewegen. Bis dato tut sich hier erstmal noch gar nichts, aber wenn wir jetzt, ich muss gerade mal kurz meine Handbremse suchen, wenn wir jetzt die Handbremse anziehen, dann können wir jetzt hier losfahren und dann sieht man auch, dass die Hände sich bewegen und alles mitgeht. Und dann kannst du hier schön in Dirt ein bisschen Gas geben. Das ist jetzt ein bisschen schwierig mit dem GT-Wheel, aber wir kriegen das schon irgendwie auf die Reihe. Problem ist immer nur, man sieht nicht wirklich, wo seine Shifter und die Handbremse sind. Aber das ist vollkommen in Ordnung. Das kriegen wir auch auf die Reihe und schwuppdiwupp. Also auch hier super simpel und einfach kannst du das Ganze in VR fahren.
Und ich finde auch, dass Dirt in VR viel besser aussieht als ohne VR. Also es ist qualitativ, kann ich das natürlich jetzt nicht mit meinem Bildschirm vergleichen, die 4K sind und ein OLED-Panel. Aber es ist trotzdem für mich persönlich sehr schön, hier drinnen zu fahren. Und es sieht super gut aus, es läuft super flüssig. Und von der Qualität her ist es auch echt spitze. Zum Stream finde ich es ein bisschen, oh hey, der Witzel, da hat mein Körper aber gerade gesagt, so, das hat mein Körper nicht so gerne gemacht gerade. Oh, vorsichtig. Oh, okay, weiter geht's. Ich höre jetzt natürlich auch nicht das Auto und weiß nicht so wirklich, wann ich schalten muss, aber das ist vollkommen fein. Das ist okay. Oh, das sind so Sachen, da muss man wirklich gemacht sein für, weil der Körper gibt dir da schon an der Stelle ein paar witzige Signale, wenn du irgendwo runterspringst, weil du tust das ja im Real Life nicht, du sitzt ja und hast ja diese ganzen Fliehkräfte nicht. Aber es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß und ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich begeistert bin von der Installation und von der Einfachheit, wie das Ganze hier geht. Wir können uns auch jetzt hier, wie ihr seht, können wir uns einfach umgucken. Ich muss zwar auf die Straße gucken, das ist schon von elementarer Wichtigkeit, dass wir nicht im Baum landen. Aber wie ihr gesehen habt, auch super simpel. Ich musste nicht großartig was einstellen. Das Einzige, was ich einstellen musste, ist halt der Sound. Dass das halt über die Dings läuft. Dass das über mein Headset läuft. Aber ich denke mal, mehr als das einzustellen, sollte ja für die meisten Leute da draußen keine Schwierigkeit darstellen. Und dann könnt ihr hier VR fahren und das Ganze genießen. Und ich würde euch wirklich anraten, wenn ihr jetzt nicht irgendwie in einem leeren Raum seid, steckt euch ein Kabel ran, weil da könnt ihr echt super viel noch aus der Brille rausholen. Und das ist wirklich, das ist wirklich sehr, sehr schön, was die Brille noch so an mehr Potenzial hat, wenn man einfach nur ein USB-C-Kabel daran steckt. Und mit diesen Worten würde ich diese Fahrt hier gerne abschließen und mich einfach ganz kurz mal an die Leitplanke jeden und wir sehen uns wieder da drüben. So, Testfahrten abgeschlossen, Software sind wir durchgegangen. Lasst uns mal über Anwendungsbeispiele dieser Brille reden. Für mich persönlich denke ich, ist das ein super, super guter Kompromiss zwischen du hast zu Hause keinen Platz für ein Triple Screen, aber du möchtest trotzdem das volle Erlebnis haben von Racing und dein Körper kann VR sehr gut ab, ist das definitiv eine super valide Option. Denn für 550 Euro kannst du dir das komplette Auto in dein Haus holen und du musst theoretisch nur einen Meter Platz haben und 1,60 Tiefe. Weil dann hast du einen Rig stehen, wo du alles ranbauen kannst, kannst deinen Sitz ranmachen und dann kannst du die Brille aufsetzen. Also wenn du Platzmangel hast und du willst nicht unbedingt nur einen Bildschirm fahren, dann ist das für dich eine Riesenoption. Und definitiv ein absoluter Banger, denn ob du jetzt beispielsweise auf einem 27 Zoll fährst, der vielleicht Full HD hat oder 1440p, oder du kaufst sie für 550 Euro diese Brille und hast quasi das ganze Auto in Form eines Triple Screens, ist das definitiv ein Erlebnis. Jetzt die Frage, wie sieht es denn aus mit Triple Screen? Also ich persönlich sage euch so, ich fahre jetzt auf 4K OLED Triple Screen. Ich würde persönlich davon nicht weggehen, weil für mich persönlich ist das einfach die bessere Qualität. Aber es ist für mich definitiv eine valide Option für Spaß haben zu Hause, wenn ich einfach nur mich bewegen möchte und vielleicht Sport machen möchte oder diese Adventure-Spiele spielen möchte. Aber fürs Racen bin ich persönlich ein Fan davon in dieser Größe. Wenn es nicht so groß wäre und nicht so gute Qualität wäre, würde ich mich da auch reinsetzen. Dennoch muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich es zum Streamen einfach nicht so unangenehm, weil selbst mit Stabilisatoren, die du hast und die Möglichkeit, das für die Zuschauer zu stabilisieren, ist diese Kopfbewegung für einige Zuschauer doch recht unangenehm. Heißt das jetzt für mich, dass ich das Gerät nicht gut finde? Absolut gar nicht. Und da möchte ich jetzt mal zu positiven Sachen kommen und zu den negativen Sachen. Wie immer fangen wir mit den positiven Dingen an. Die Einrichtung war wirklich super simpel. Ich denke, das wird jeder hinkriegen. Die Anleitung selber in der Brille war einfach sensationell und hat überhaupt nicht wirklich irgendwelchen großen Aufwand mit sich gebracht. Die Verbindung mit dem PC fand ich total super, egal ob mit Kabel oder ohne Kabel, weil auf dem Bildschirm stand alles geschrieben. Die Anleitung dazu war wirklich unfassbar toll und hat mir sehr gut gefallen. Was ich persönlich auch ganz toll finde und mich super überrascht hat, ist die Akkulaufzeit. Denn wenn ich das
das ganze Gerät einfach ohne Kabel 3,5 Stunden volles Feuer benutzen kann, finde ich das sensationell. Der eine oder andere wird jetzt sich denken, aber 3,5 Stunden, das ist doch viel zu wenig. Ich finde nicht. 3,5 Stunden mit der Brille, volles Erlebnis, finde ich sensationell. Das hat mich komplett überrascht und finde ich total spitze, wie weit die Technologie dort mittlerweile gekommen ist. Jetzt habe ich aber auch noch eine Kleinigkeit, die ich persönlich etwas negativ finde. Und wo ich mir vielleicht selber ein bisschen mehr erhofft habe. Und zwar die Pass-Through-Funktion. Also man hat ja vorne die Kameras drauf und man kann ja dann seinen Raum sehen. Ich finde die Qualität vom Pass-Through wirklich sehr unterirdisch. Das erinnert mich so ein bisschen an meine erste digitale Kamera, die ich hatte, die ich mir über Payback-Punkte damals von meinem Vater gemobst habe, die 2 Megapixel hat. Also so schlecht ist es jetzt nicht, aber es ist jetzt auch nicht so, wie ich mir das erhofft habe, dass ich meinen Raum vielleicht zumindest in Full HD sehen kann, ohne dass großartig gekrissel auf dem Bild ist. Also das hat mich ehrlich gesagt nicht so abgeholt. Das Feature ist cool, dass du so rumlaufen kannst und du siehst deinen Raum und es ist witzig und man kann so Sachen im Raum machen und man sieht seine Hand so fliegen, aber es ist irgendwie nicht so schön. Was ich auf der anderen Seite damit sehr cool finde, wenn es halt eine bessere Qualität wäre, dass man sich in die Brille setzen kann und von seinem Computer die Monitore öffnen kann und du eine riesige Leinwand hast, also gefühlt hast du 100 Zoll Bildschirme vor dir. Also eventuell wird da in der Zukunft noch ein bisschen was gemacht, dass es nicht ganz so schnell ganz so schlecht aussieht. Ich möchte gleich die Menschen, die schon an die Tastatur gehen und reinhämmern. Ich habe es mit viel Licht probiert, ich habe es mit wenig Licht probiert, ich habe es mit da sind 2 Lampen an, da ist eine Lampe an, da ist eine Lampe an und rundrum sind Lampen an ausprobiert. Die Qualität wurde leider nicht besser. Also da möchte ich euch ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen. Ich habe schon alles probiert, aber vielleicht gibt es irgendwo eine Einstellungsmöglichkeit, wo man das noch besser machen kann. Dann lasst mich das gerne wissen, dass das Erlebnis für mich noch ein bisschen cooler wird. Dann habe ich noch eine Kleinigkeit, die ich anmerken möchte, die ich schlecht fand. Und zwar konnte ich meinen Account am Anfang nicht einrichten. Warum auch immer, Meta hat mir meinen eigentlichen Hauptaccount, den ich bei Meta habe, weggeblockt. Das heißt, ich habe mich angemeldet, ich habe es ausgepackt, habe die App installiert, habe mich mit dem Account angemeldet und ich musste mir irgendwann einen Avatar erstellen und das konnte ich nicht machen. Weil immer, wenn ich auf Weiter gedrückt habe, um mir den Avatar zu erstellen, bin ich auf eine weiße Seite gekommen und diese weiße Seite sagte mir dann, oh, Entschuldigung, irgendwas ist schiefgelaufen, wir arbeiten scheinbar schon an dem Problem. Glücklicherweise habe ich jemanden aus meiner Community, der etwas mehr mit VR zu tun hat und zwar der gute Snooksy. Schöne Grüße gehen raus an dich. Der am ich glaube, Freitagabend war das, mit mir über Discord ein bisschen geschrieben hat und das alles durchgetestet hat und sich noch extra Accounts gemacht hat, das auf iOS ausprobiert hat und das auf Android ausprobiert hat, um mir dann zu sagen, Dizzy, erstell dir einfach mal einen neuen Account. Und so konnten wir viele Dinge ausschließen, dass es diese nicht sind und haben dann rausgefunden, dass mein Account scheinbar irgendwie geblockt ist und bei mir funktioniert es dann auf dem Telefon, auf dem Tablet, auf dem MacBook, auf dem Android-Gerät, was vorher alles nicht funktionierte. Das war für mich ein bisschen doof, weil das leider etwas viel Zeit gekostet hat und mir die ganze Experience ein bisschen von diesem geil, das ist super simpel einzurichten zu, ach scheiße, ich kann das doch nicht benutzen, ein bisschen abgeflacht hat. Das hat aber nichts damit zu tun, dass als ich am Ende drin war, die Experience unfassbar toll war an der Stelle. Kommen wir doch bei der ganzen Sache mal zum Fazit. Ist das Ding jetzt ein Banger oder ist das kein Banger? Ich sag, für 550 Euro ist das Ding ein absoluter Banger und gibt dir super viele Möglichkeiten. Du hast die Möglichkeit, damit zu racen, du kannst deinen Sport machen, du kannst diese ganzen Adventure-Spiele da drin spielen. Aber wenn wir uns jetzt mal wirklich aufs Racing konzentrieren und sagen, hey, wir haben keinen Platz für einen Triple Screen oder Triple Screen ist mir zu teuer, aber ich will trotzdem das volle Erlebnis haben und du kannst für 550 Euro das komplette Auto vor deinem Gesicht haben, ist das super. Es ist total simpel einzurichten. Du kannst es mit Kabel machen, du kannst es ohne Kabel machen. Und du hast halt einfach das volle Erlebnis und es gibt fast keine Sachen, die du damit nicht machen kannst im Racing-Bereich. Also ich bin jetzt iRacing gefahren, ich bin Assetto Corsa gefahren, ich bin ACC gefahren, ich bin Dirt Rally gefahren und es funktionierte einfach tadellos und reibungslos. Also für Racing hast du keinen Platz oder möchtest nicht so viel Geld ausgeben, ist das ein absolutes Plus. Zu dem Rest kommen wir später nochmal in einem anderen Video, weil ich will das mal ein bisschen länger testen und mich da nochmal ein bisschen mit auseinandersetzen, wie ich das denn jetzt finde, hier im Raum rumzuhampeln und Sport zu machen oder irgendwelche Actionspiele zu spielen und mich mal wie John Wick fühlen oder naja, ihr wisst schon, was ich meine. Vielen Dank, dass du dir das Video angesehen hast. An der Stelle lass mich doch gerne mal wissen, ob du schon mal VR ausprobiert hast, ob du selber VR-Fahrer bist, ob du das mit deiner Katze geteilt hast, mit deinem Hamster oder mit deiner
Pflanze, die du in der Wohnung hast. Und dann möchte ich gerne, dass du den Kanal abonnierst, damit du keine weiteren Videos verpasst. Und jetzt sage ich auf Wiedersehen, Tschüssikowski, vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Bis denn, Dansen!